Am Wort ist Georg Schuster, FPÖ Wien. Auf Ihre abstruse Rede, Frau Kollegin, gehe ich jetzt wirklich nicht ein, weil das ist mir zu schade für meine Redezeit. Ich möchte gerne einige Auszüge aus einem persönlichen Bericht von einem Exekutivbeamten, der vor Ort war, vorlesen. Ich spule etwas voraus bei dem Bericht, weil es gab ja schon seit dem Start vor dem Stadion in Hütteldorf bereits massive Probleme mit diesem Fanzug. Ich zitiere: Der gesamte Marsch wurde durch vehementen Pyroeinsatz unterstützt. Unter anderem wurde ein polnisches Militärsprengmittel, welches zur Simulation von Granateneinschlägen verwendet wird, einfach aus der Masse herausgeworfen. Viele Rapid-Fans sahen den Corteo, das ich übersetze es Ihnen, weil Sie es vielleicht nicht wissen, der Fanzug, ja, als rechtsfreie Zone an, da auch Polizeibeamte versucht wurden, mit pyrotechnischen Gegenständen zu treffen. Weiters wurden abgestellte Polizeibusse mit Schneebällen und anderen Gegenständen beworfen. Im Bereich der Autobahnbrücken der A23 wurden Schneebälle, Bierdosen, Getränkedosen und Pyrotechnik auf die befahrene A23 geworfen. Angemerkt wird, dass dieser Bereich bereits der Sicherheitsbereich gemäß § 49a Sicherheitspolizeigesetz ist. Aufgrund der gesetzten gefährlichen Angriffe, sprich Gemeingefährdung, wurden die Rapid-Fans durch die Polizei eingekesselt und angehalten. Als durch die Polizei die Durchsage erfolgte, dass es jetzt zu Personenfeststellungen nach der StPO kommen werde, reagierten die Rapid-Fans abermals mit lauten Pfeifkonzert sowie ACAB-Schlachtgesängen. All Cops are Bastards zur Übersetzung. Es war seitens der Rapid-Fans kein kooperatives Verhalten vor Ort. Im Gegenteil, wurden wieder pyrotechnische Gegenstände angezündet. Unter anderem flog abermals ein Böller auf die bereits wieder freigegebene Autobahn. Abermals musste die Autobahn kurz gesperrt werden und letztendlich auf einem Fahrstreifen reduziert werden. Am Anhalteort war ausreichend Platz, da der Platz lang genug war. Es wurde eine Familie mit Kind durch die Absperrung nach erfolgter Ausweisleistung gelassen. Weiters wurde ein Mann, welcher aufs Klo musste, nach der Ausweisleistung durch die Absperrung gelassen. Für eine Dauer von 1,5 Stunden passierte nichts, außer dass abermals ACAB und andere polizeifeindliche Rufe skandiert wurden. Erst als über Lautsprecher die Durchsetzung der Identitätsfeststellung mit Zwang verlautbart wurde, kamen nach und nach Rapid-Fans der Aufforderung nach. Diese Aufforderung kamen aber auch nur wenige nach. Manche Frauen wollten nicht ohne ihren Freund, Mann gehen, wodurch diese längere Wartezeiten selbstständig in Kauf genommen haben. Personen mit Kreislaufproblemen wurden sofort durch Notfallsanitäter der Polizei versorgt. Der Katastrophenzug der Rettung wurde nicht weggeschickt, sondern lediglich auf der Laherbergstraße abgestellt. Es wurden durch die Personen im Kessel nicht einmal behinderte oder schwächere Personen vorgelassen. Im Gegenteil, es wurde immer mehr auf die Polizei geschimpft. Immer wieder wurden die Beamten auf das Tiefste beleidigt. Die friedliche Absicht, ja, der Rapid-Fans wurde mit Gegenständen wie Zahnschutz, Gesichtsmasken, Steine, welche schon abgepackt waren als Wurfgeschoss, und Sprengmittel belegt. Der Rapid-Präsident sowie der Herr Marek wurde durch die Beamten zur Sperre gelassen und diese konnten mit den Fans reden. Der Rapid-Präsident sagte sogar zu einem Polizeibeamten, dass er die Aktion verstehe. Auch Herr Marek bestätigte das Vorgehen der Polizei. Es wurde durch die Berufsfeuerwehr, durch Rapid und durch freiwillige Tee an die Personen im Kessel ausgeteilt. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, also ich denke, dieser auszugsweise Bericht eines Exekutivbeamten gibt uns einen extrem guten Überblick, wie die Situation vor Ort wirklich war. Denn ohne dem unsichtigen Einschreiten der Polizei wäre es noch zu größeren Auseinandersetzungen zwischen Fans und der Polizei gekommen. Oder was glauben Sie, wäre passiert, wenn man diese kleine Gruppe Krimineller, ich sage es einmal Hooligans, ja, gewaltsam aus dieser Masse herausgeholt hätte? Jeder, der ein bisschen eine Ahnung hat von der Fanzone oder von der Fanszene in Hütteldorf, der weiß, dass es hier zu massiver Repression durch die Fans gekommen wäre. Und unterschätzen Sie hier bitte nicht die Macht der Gruppendynamik. Und wir sehen, eine kleine Gruppe Krimineller
hat sich in diesem Fall wirklich feig hinter Frauen und Kindern versteckt, um die Anonymität der Masse für ihre kriminellen Handlungen zu missbrauchen. Und glauben Sie mir noch eins, meine Damen und Herren, was glauben Sie, wäre denn durch diese sichergestellten Gegenstände passiert, wenn sie nicht im Zuge dieser Amtshandlung abgenommen wären? Und vor allem, wenn wir uns dann anschauen, wie dieses Ergebnis nachher ausgegangen wäre, das ist kaum vorstellbar. Und ich darf noch einmal erinnern, das war ein militärisches Sprengmittel, welches zur Simulation von Granateinschlägen schon im Vorfeld von kriminellen Hooligans verwendet worden ist. Und da sind nicht nur eins, sondern mehrere aufgetaucht. Und solche Sachen haben wirklich in Stadien, wo viele Menschen auf engstem Raum zusammenstehen, absolut nichts verloren. Und meine Damen und Herren, in einem Rechtsstaat gibt es auch keine rechtsfreien Räume. Das muss man auch eindeutig einmal klarstellen. Und ich sehe es jetzt wieder mal, worum geht es in der SPÖ in Wirklichkeit? Denn zuerst sperren sie Dutzende Polizeidienststellen in Wien zu und setzen die Sicherheit der Österreicher aufs Spiel. Und im gleichen Atemzug machen Sie hier ein Polizeibashing, das seinesgleichen sucht, meine Damen und Herren. Sie sollten sich schämen, meine Damen und Herren. Sie beschmutzen mit dieser dringlichen Anfrage den Ruf der fleißigen Polizisten, welche jeden Tag ihr Leben auf das Spiel für unsere Sicherheit setzen, meine Damen und Herren. Sie machen mit dieser Anfrage eine Mauer für kriminelle Hooligans. Sie haben es politisch zu verantworten, dass es in der Vergangenheit durch Ihre Einsparungen im Sicherheitsbereich das subjektive Sicherheitsgefühl in Wien dramatisch gesunken ist. Aber ich möchte auch gerne auf ein weiteres Thema, weil es jetzt gerade gut dazu passt, eingehen. Hören Sie endlich auf, in Wien die Fußballvereine und die Sportvereine politisch für sich zu vereinnahmen. 99% der Fans wollen keine Politik in diesen Vereinen. Aber schauen wir uns einmal die Kuratoriumsliste vom SK Rapid an. Das liest sich wie das Who is Who der SPÖ. Andreas Schieder, Renate Brauner, Jürgen Czernohorski, Rudolf Edlinger, Franz Schnabel, Alexander Wabetz oder im Ethikrat die Frau Abgeordnete Nurten Hilmertz, die ich auch gleich hier begrüßen darf, die bei uns da ist. Da würde ich mir schon von Ihnen erwarten, liebe Abgeordnete, dass Sie im Ethikrat auch einmal diese Sachen ansprechen und sagen, dass das hier nicht so geht mit dem Rechtsstaat. In unserem Rechtsstaat. Und was passiert, wenn die SPÖ bei Rapid das Sagen hat, das sehen wir ja momentan eh beim sportlichen Erfolg des SK Rapids. Ja? Wir sind auf der Bundesliga am schlechtesten Platz seit Langem, auf Platz 8. Wir haben einen massiven Rückgang bei den Zuschauern, -11%. Und ich kann mich noch an das Jahr 2008 erinnern, bei der letzten Meisterschaftsfeier. Dort wurde der damalige Bundeskanzler Alfred Busenbauer und die Finanzstadträtin Renate Brauner bei der letzten Stadioneröffnung 2017 massiv von den Fans ausgebuht. Ausgebuht wurden sie, die SPÖler, meine Damen und Herren. Und hören Sie bitte auf, diesen wundervollen Traditionsverein politisch für sich zu vereinnahmen. Das ist das Letzte, was die Fans von Rapid wollen. Politik hat in Sportvereinen nichts verloren. Aber leider ist Wien für die SPÖ ein Selbstbedienungsladen geworden. Und ich bin aber zuversichtlich, dass wir bei der nächsten Wahl in Wien 2020 eine große Chance auf Veränderung im Sinne der Wiener ermöglichen werden. Abschließend bedanke ich mich bei allen Polizisten, welche diesen Einsatz professionell und ohne weitere Eskalation durchgeführt haben. Und ja, wenn man sich mit dem Feuer spielt, meine Damen und Herren, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man sich daran verbrennt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Rapid-Fans im Kessel seien nicht kooperativ gewesen, sagt Georg Schuster von der FPÖ Wien. Eine kleine Gruppe Krimineller hätte sich hinter Zivilisten versteckt. Und Georg Schuster kritisiert zudem das Engagement von Politikern in Fußballvereinen.